So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die beiden wissen gar nicht, was wir jetzt gerade machen wollen hier. Aber ich wollte mal was zeigen. Wir kriegen ja echt ganz viele Zuschriften und Sachen geschickt. Und oftmals sind da auch echt Sachen bei, wo man wirklich drüber lachen muss. Ich finde es also wirklich... Tja. Los! So ist das hier. Nichts kann man machen. So, was war's denn? Ein neuer Staubsauger. Warum muss ich eigentlich immer runterrennen? Hat keiner gesagt. Ja, ihr habt euch ja nicht bewegt, also hoch. Da macht man der Frau Geschenke und sie meckert immer noch rum. Was für ein Geschenk? Egal jetzt. Also, was ich sagen wollte. Wir kriegen ja von euch echt viele Zuschriften, oftmals Fotos oder manchmal auch solche Tondokumente wie hier. Sprachnachrichten auch genannt. Tondokumente, ja. Mann. Mein Gott, so. Und da haben wir hier was Lustiges. Ich fand es also wirklich witzig. Ich spiel's mal ab. Wie geht's an da? Erstmal vielleicht den Ton anmachen. Moin, Stefan und John. Was geht? Also, sehr freshes Profilbild erstmal, ne, an der Stelle. Also, ich, Willst du was sagen? Hallo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber hallo. Und ja, liebe Grüße an, Susanne? Heißt sie Susanne? Nee, ich weiß nicht, ich muss nachgucken. Moment. Naja, ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe nichts gefunden. Also ich habe einfach auf, keine Ahnung. Ich glaube, die hieß Silke. Oder Susanne oder Sabine oder so. Irgendwas mit S. Wie hieß sie nochmal, weißt du das? Nee. Egal, grüßt, Mann, ich fühle mich verscheiße jetzt. Ich habe ihren Namen vergessen. Keine Ahnung, Mann. Grüßt sie von mir. Also ich habe jetzt nicht gerade verstanden, warum man eine so unentschlossen eine Sprachnachricht schickt. Also Simone heißt sie übrigens. Viele Grüße sollen wir dir ausrichten. Dankeschön. Das war aber ein sehr lustiger Gruß. Wie nennt man das? Eine Grußbotschaft. Ja, fand ich auch. Das war es jetzt, warum ich runtergekommen bin. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los? Mit einem Vlog. So, die Frau ist beschäftigt. Gehen wir mal zu John. Da haben wir auch eine Aufgabe für John, nämlich. Ich habe jetzt keine Zeit. Genau. Aber die Nachricht ist, diesen Vlog filmst du. Ja. Bitteschön. Ja, jetzt kann ich nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Es geht weiter, wenn ich fertig bin. So, ein neuer Tag. Gestern ist nichts mehr draus geworden, zu einem, weil es schon etwas später war. Und wer vielleicht genau hingeguckt hat, ich habe mit einem Freund World of Warcraft gespielt und da vergisst man gerne mal die Zeit. Auf jeden Fall, das Wetter ist heute Bombe. Also ich habe gehört, es soll heute noch 22 Grad werden. Das ist das beste Wetter, was man sich für den Herbst vorstellen kann, muss ich echt mal sagen. Ich bin echt begeistert. Und dann noch für Bremen-Verhältnisse, blauer Himmel. Ja. Ja. Ich habe eine dicke Weste hier, aber mit kurzen Ärmeln, man kann es echt kaum aushalten. Ja, und wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir mal in eine Schlachte. Die haben noch frei heute alle beide. Gucken, ob wir noch was finden, ist schon ein bisschen später. Wo man schön sitzen kann, Wetter genießen kann, die Seele baumeln lassen kann. Wie man es so in meinem Alter macht. Und in deinem natürlich auch, ne? Genau. So, und schon geht das Relaxen los, von dem wir eben gesprochen haben, ne? Genau. Und ja, relax habe nicht nur ich gestern mit World of Warcraft, sondern auch Stefan mit unserer VR-Brille, die MetaQuest 2. Ja, die ist echt super. Ja, da bin ich mal bei ihm im Zimmer gegangen und habe mir mal angeguckt,
Das sieht eigentlich echt bescheuert aus, ja, wenn man nicht mit in diesem VR-Erlebnis ist. Man merkt auch nichts um sich herum. Es ist so genial, muss ich mal sagen, diese Brille. Da habe ich gerade so ein Star Wars-Spiel gespielt. Vader Immortals, glaube ich, heißt das. Ja, also wie in echt, als ob man wirklich in der Landschaft ist bei Star Wars, als ob man Darth Vader persönlich trifft. Ja, ist halt schon ein anderes Gefühl, wenn so vor deinen Augen allein schon so eine Sturmtruppe, die im Film ganz einfach da ist, die steht einfach vor dir. Das ist schon ein heftiges Gefühl. Ja, echt toll. Also ich liebe diese Brille. Obwohl natürlich diese Brille ist noch ziemlich neu, noch ein bisschen unausgereift. Und da fehlt ja auch noch was Entscheidendes, was ich schon gerne haben wollte, diese virtuelle Welt da, wo man da irgendwie da rumlaufen kann. Ne? Meta Horizon. Ja, mal gucken, ob das noch in Deutschland gemacht wird oder nicht. Aber egal, erstmal jetzt hier relaxen das in der Wetter. Echten Welt. In der echten Welt relaxen, genau. Heute mal das genommen, was John hier auch früher immer gegessen hat, nämlich diese Chicken Nuggets hier. Heute Abend noch eine kleine Geburtstagsfeier von meinem Papa haben. Essen von Mittag mal lieber nicht so viel. Und das Beste ist, ich habe mir diese Sweet Chili Soße bestellt. Ich liebe Sweet Chili Soße. Da kann man das Ding hier schön drin eintauchen. Ja, aber genau das ist ja gerade das Gute. Oh, lecker. So, fertig gegessen. Und Stefan hatte schon einen Geburtstag seines Vaters erwähnt. Und dafür hole ich jetzt noch ein Geschenk. Und fällt ja früh ein. Ja, aber ich weiß ja, was ich da hole und das zeigen wir euch gleich mal. So, wo kommen wir hier gerade raus? Das ist der Weinladen vom Bremer Ratskeller. Und da Johns Opa, mein Vater, sehr gerne Rotwein trinkt, haben wir jetzt hier zwei richtig gute Flaschen Rotwein gekauft. Eine hat John bezahlt und eine... hat er bezahlt, sagen. Haben wir doch bezahlt, genau. Also, was richtig gut ist... Aus einem speziellen Eichenfass ist das gereift. Das ist echt schon was Besonderes. Ja, wir hatten eine gute Beratung. Ja, wirklich. Das ist hier immer super. Also wer in Bremen ist und gerne Wein trinkt, der ist hier im Ratskellerladen bestens beraten. So, ja, jetzt stehe ich hier in der neuen Küche und wir zeigen mal, was wir hier für einen edlen Tropfen erworben haben. Ups. Ja, auch schön kaputt. So, Stefan hat ja so gut zugehört. Was haben die denn an sich? Ich weiß es nicht. Also, wer sich damit auskennt, kann es vielleicht lesen. Spätburgunder ist es auf jeden Fall. Und aus einem Eichenfass. Eichenfass gereift. Und diese typischen Rotweinaromen sollen da sehr gut durchkommen. Also, das wird schon was Supermäßiges sein. Also. Und trockener Wein. Ja, natürlich. Genau. Ja. Hoffen wir mal, dass es dem Geburtstagskind gefällt. Da bin ich mir ganz sicher. Junge, Junge. Das ist ja was, hat er extra aus dem Ratskeller geholt, du. Vielen Dank. Ja. Junge, Jean, das muss ja was ganz Besonderes sein. Zeig mal, Opa. So, zwischendurch ein bisschen Gameplay, allerdings nicht von mir, sondern von Stefan. Was man hier sieht, das ist das Spiel Destroy All Humans 2. Allerdings nicht das alte, sondern das Remake, was für die PS5 gemacht worden ist. Und ja, wie man sieht, San Francisco, da ist die Golden Gate Bridge. Sinn ist des Ganzen ja wohl, wie ich sehe, dass man also alle die Menschheit auslöscht. Ich frage mal, wie geht das nochmal? Ja, hier. Du musst näher ran, sonst geht das gar nicht. Ach so. Du kannst aber auch einfach Viereck drücken, dann ziehst du denen die Gehirne raus. Da. Ich hab mich verirrt. Ja. Man spielt ja den Krypto, das ist dieses Alien. Und da sind es halt wirklich die ganzen. Was machst du denn da? Was mach ich denn da? Oh Gott, das ist. Gut, dass wir keinen Campingkanal haben. Ich muss dazu sagen, zu meiner Entschuldigung, ich habe das Spiel in meinem Leben ein einziges Mal gespielt. Und weiß aber gar nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert. Warte, halt mal L1 gedrückt. Wen? L1. L1. Oh Gott, Stefan. Was ist L1? Das untere. Warte mal. Nein, das hier. Jetzt geh mal zu das mit dem Feuer. Da, der Totenkopf mit dem Feuer. Ja, jetzt hast du eine Waffe, aber die braucht Munition. Ach so. So. Die Kampagne spielen wir mal nicht, aber nur mal so ein bisschen... Zerstören. Und das, was ich cool finde, sind die Physics. Also man kann halt auch
quasi ganze Gebäude zerstören. Die ja, wie geht das? Dafür bräuchten wir ein UFO. Ach so. Oder? Ich habe auch eine Waffe, mit der das vielleicht geht. Ja, zeig mal. Hältst du kurz die Kamera? Nee. Nee oder ja? Ja. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir es in diesem Video und in den nachfolgenden Videos immer mal wieder zeigen, welche Spiele wir uns so gekauft haben. Denn bei John ist ja das Gaming ein ganz elementarer Bestandteil des Lebens. Bei mir ist das bisschen. Haus brennt schon. Ach so, ja. Bei mir ist es ein bisschen weniger geworden, aber jetzt, wo dann die dunkle Jahreszeit kommt, da will ich auch wieder ein bisschen mehr da einsteigen. Oh. Ja, hätte ich auch gerne mal gemacht. Ja, ich gebe dir wieder deine andere Waffe hier. Ja. Zack, und dann tauschen wir einfach mal wieder. Welche Waffe hast du denn genommen? Die Feuerwaffe habe ich jetzt, also gerade zum Zerstören oder jetzt dir gegeben? Warum sehe ich jetzt hier nichts? Weil du im Rauch bist. Du musst da weg. Da. Kann man schon ein bisschen erkennen wieder. Ich will auch noch ein Haus dafür machen. Dieses Haus hier? Ja, aber dafür brauchst du eine bestimmte... Ich weiß nicht, ob es damit geht, mit der Waffe. Ich glaube, das geht nicht mit der Waffe. Du hast doch gerade mir gesagt, dass ich die Waffe dafür nehmen kann. Nee, das habe ich ja gerade gemacht, zum Vorführen. Na ja, gut. Dann mach das hier weiter. Es gibt auch noch, aber auch noch England und sowas, hast du gesagt, ne? Also im Laufe der Kampagne schaltet man verschiedene Welten frei. Also hier erstmal San Francisco, dann London und irgendeine Stadt in Russland und am Ende ist man auf dem Mond. Also dann, du hast das Spiel schon durchgespielt, mit anderen Worten. Ja. Ich hab's gerade mal angefangen. Militär ist sogar schon da hier. Wie lädt man die Waffe wieder auf, wenn die voll ist? Wenn die leer ist. Wenn die leer ist, genau. Tatsächlich muss man, glaube ich, so Gegenstände... Also man kann Gegenständen mit derselben Taste, wie wenn man mit den Leuten das Gehirn rauszieht, quasi auch da so Energie rausziehen. Also ich finde die Grafik total gelungen. Das spielt ja so in den 70er Jahren, das Ganze. Mhm. Das ist ja so zur Zeit des Flower Powers. Jetzt sind wir eine Waffe alle. Ja. Und jetzt? Jetzt wählst du hier eine aus. Irgendeine. Okay. Nee, das ist keine Waffe. Die. Welche denn? Die? Ja, nimm mal das mit dem Laser um. Dafür muss aber näher ran halt. Ja, muss ich abhauen jetzt. Ah. Ab nach Alcatraz. Oh. Stefan wird einfach vom Militär gejagt. Alcatraz, das finde ich cool. Ja, pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst, sonst nicht so gut. Ja, wieso? Ich fliege ja erstmal dahin. Ja, denkst du, du hast unendlich viel Ding jetzt? Dich selten so konzentriert gesehen. Lass mal sehen. Oh, ich war schon lange da. Ja, hoch, schnell. Ja, schnell ist gut. Ja, du stirbst sonst. Ja, weiß nur, als ich mit Stefan das Spiel kam, auch zu zweit spielen, als ich das mit ihm zusammengespielt habe, haben wir zusammen hier Alcatraz komplett zerstört. Ja, ich glaube, das reicht auch so zum Zeigen. Sonst wird es ein bisschen zu langweilig für die, die sich dafür nicht so interessieren. Genug blamiert, oder? Ja. So, auf Alcatraz wollte ich immer schon mal sein. Habe ich einen echt noch nicht geschafft. Aber wir haben es immerhin gesehen. Ja, jetzt mal ein Spiel ohne Elektronik. Arm drücken. Wir sitzen jetzt hier in unserer Biergartenkandidatur, die wir das ganze Jahr über hier im Garten stehen hatten. Und wir müssen leider sagen, wir haben nicht einmal dran gesessen. Ja, und ich muss sagen, vernünftig Arm drücken habe ich auch noch nie gemacht. Also Stefan und ich sind da neulich auf den Gedanken gekommen, weil wir es einfach mal aus Spaß gemacht haben und dachten wir mal, ja, das dokumentieren wir dann mal auf Kamera. Und ich würde sagen, legen wir mal los, bevor meine Kräfte im Arm schon weg sind, durchs Kamera halten. Muss auch gerecht sein. Ja, Simone. So, wir fangen mal an, John und ich. Es gibt da bestimmt auch irgendwelche Regeln für, da halten wir uns nicht dran. Man darf sich am Tisch mit der einen Hand aufstützen, mit der man nicht nimmt. Darf man auch so machen? Kannst machen, wie du willst. Die Ellbogen müssen auf dem Tisch bleiben. Genau, ein bisschen mit deinem Ellbogen nach da, und die müssen natürlich gerade sein, ja. Gegenüberliegend. Ja. So, okay. Dann geht's mal los. Fang an. Ist das schon alles, mein Kleiner? Oh, mal gucken, was er schafft. Das soll das auch alles.
Oh ja, aber gut. Das ist auch wirklich gut gerade. Oh, mein Ego. Na, hab ich ihn? Ja. Hast du aber gut gemacht. Echt gut. Ist ja klar, wer jetzt gewinnt. Nee, das, ne? Nicht, das ist nicht. So klar ist das auch nicht. Hast aber ganz schön kalte Hände. So. Auf geht's. Oh, das ist ja gar nichts. Das ist ja. Ich muss mal ihr Gesicht filmen hier. Die Geräusche reichen schon. Aber ja. Nee, lass mich. Oh. Also da war John deutlich besser, muss ich mal sagen. Ja. Also, ich dürfte wohl das Ganze gewonnen haben. Jetzt spielen wir um den zweiten Platz. Da muss ich ja schon wieder mitmachen. So, wann geht's los? Fang an. Oh, oh. Autsch, autsch. Oh, ich geb's doch nicht. Ja. Zweiter Platz. Ich war immerhin dabei und durfte mitmachen. Ich habe wieder was gelernt. Die Männer sind die Stärkeren und die können dann im Haushalt auch die Aufgaben übernehmen, wo man Kraft braucht. Sehr gut. Wüsste ich aber. So, ich komme mal von der Arbeit und werde mal kurz eben Johns Vlog übernehmen. Denn die Familie ist in der Küche versammelt. Nicht nur Simone ist hier, sondern auch schon Schüler John. Stefan noch auch. Ja, und? Kurzen Tag gehabt oder was? Was gibt's denn jetzt zu essen? Schnitzel. Oh, lecker. Wo ist mein Schnitzel? Für dich hätte ich noch Bananenkuchen, wenn du magst. Tja, das ist eben der Unterschied, ne? Derjenige, der von 16:45 bis 14 Uhr arbeitet, kriegt Bananenkuchen. Und wann hast du bei der Schule angefangen? Ich habe heute um 9:50 Uhr angefangen. Und jetzt haben wir es kurz vor 2 Uhr schon zu Hause. Und du kriegst einen Schnitzel. Und du hast eine Kantine, also finde den Fehler, ne? Ja, da war ich heute aber nicht. So. Ja, hättest du aber hingehen können. Da ich für euch mal ein bisschen normalen Vlog-Inhalt bieten können. Simone hat heute Urlaub gehabt. Warum eigentlich? Ich warte auf unsere neuen Esszimmerstühle. Ich warte und warte, ich warte schon seit 11 und... Tja. Ja, musst du mir für dieses blöde Zeitfenster der Lieferung Urlaub nehmen und... Ja, die kommen auf den letzten Drücker, wie mir scheint. Warte mal gucken, wie es im Wohnzimmer so ohne Stühle aussieht. Ja, dann gehen wir vor. Immerhin ordentlich. Ich habe sogar extra alles hier abgesaugt und ja, wäre bereit für die neuen Stühle. Würde mich auch gerne an den Tisch setzen für meinen Kaffee. Ich habe doch tatsächlich noch Kaffee im Schrank entdeckt. Ja, aber nichts ist hier. Alles schön, schöne neue Lampe und so, aber keine Stühle. Tja. Wehe, das wird heute nichts. Man kann nicht alles haben. Ja. Jo. So, und während hier die Stühle geliefert werden, nutzen wir doch mal die Balkonstühle aus. Im November sitze ich hier im T-Shirt. Klimawandel gibt's nicht. Was soll ich dazu sagen? Nix. Sitzt du gut auf dem alten Stuhl? Ja, wie immer. Also diese Balkonstühle, sind schon, die wir hier haben, sind schon weit über 20 Jahre alt. Älter als 10, 20. Die sind schon fast 25 Jahre alt oder noch älter, keine Ahnung. Gleich mal sehen, wie es im Wohnzimmer aussieht. Ta-ta-ta-ta! Und ich freue mich so. Oh. Das ist Qualität. Ist aber erstmal noch ungewohnt, weil die auch wirklich sehr schwer sind. Aber saugemütlich. Aber das wird ein Fest. Genau. Saugemütlich. Oh. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Nee, also haben wir super ausgesucht. Ja, Stefan muss auch gleich nochmal Probe sitzen oder sich erinnern, wie es war. Toll, richtig toll. Ich soll mich erinnern, wie es war? Mit den alten Stühlen, meinst du jetzt? Oder was soll ich mich daran erinnern? Als du damals im August da Probe gesessen hast und dir die ausgesucht hast. Also ich sitze hier tausendmal besser. Ich habe ja zum Schluss hier nur noch auf dem Hocker gesessen. Ich sitze jetzt auch viel höher, weil der Hocker so klein war.
Ja, super. Ja, war ja auch teuer genug, würde ich mal sagen. So mancher arbeitet für diese 4 Stühle einen ganzen Monat. Muss man mal sagen. Warum werde ich immer am Ende gefilmt, wo ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll? Ich habe die Stühle vorher noch nie gesehen. So, jetzt kommt noch was. Ja, Simone wollte uns was zeigen. Ich kenne das schon. Kannst du mal grob zusammenfassen, was es ist? Auch ich lese ja die Kommentare und beantworte sie teilweise. Und da bin ich über dieses hier gestoßen. Da hat uns jemand aufmerksam gemacht, hat uns einen Link geschickt. Es ging um den Gewinner des Heidepark-Besuches. Ist schon lange, lange her. Ich kann das gar nicht besser in Worte fassen. Ich wollte Stefan jetzt einfach mal zeigen und ihn damit überraschen. Na, ich bin gespannt. Ja, weil ich kenne schon, ich habe ihn, wie gesagt, noch weiter verfolgt, aber drücken wir auf den... Egal, wie viele Videos ihr schon von mir geguckt habt, ich glaube, diese Sachen wisst ihr immer noch nicht über mich. Ich weiß nicht, ob euch die YouTube-Familie Stefan und John ein Begriff ist. Auf jeden Fall haben die zu ihrem 30.000 Abonnenten-Special ein Gewinnspiel veranstaltet. Bei dem habe ich mitgemacht, man sollte ein kreatives Video einschicken und habe dann tatsächlich auch gewonnen. Ich war dann mit denen einen Tag im Heidepark, was wirklich ein richtig geiler Tag war. Am Ende haben die mir dann ein kleines Shoutout gegeben und so habe ich meine ersten 100 Abos gemacht. Ich bin immer noch unheimlich dankbar dafür, denn ohne dieses Shoutout würde ich glaube hier nicht gerade dieses Video aufnehmen. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, würde ich mal ein Follow da lassen. Egal. So, und ein Follow könnt ihr da auch mal gerne auf TikTok da lassen, weil der macht hauptsächlich TikTok-Videos und der heißt da bin.jannis und hauptsächlich geht's da um Gaming-Software, so PC-Setup-mäßig und sowas. Also ist richtig gut gemacht. Also an den Tag kann ich mich da sehr gut erinnern. Da waren wir mit seinem Vater da, richtig? Mhm. So, ein Tag im Heidepark geht wie immer viel zu schnell vorbei. Und wir hatten einen richtig guten Tag, ja, hat er recht gehabt. Ja, das war wirklich ein toller Tag und war auch ein schöner Gewinn. Und nicht nur für ihn, sondern auch für uns war es ein Gewinn. Ja, und das, ich fand es auch sehr nett, das jetzt nochmal so zu hören, dass er sich auch drüber gefreut hat. Also, Jannis, falls du das jetzt siehst, viele Grüße. Viele Grüße, genau. So, ein neuer Morgen und Simone hat direkt einen Vorschlag für das Video gehabt, und zwar, dass sie uns irgendeinen Auftrag für das Video erteilen möchte. Bin ich mal gespannt, was das ist. Nein, das klingt jetzt schlimmer als gedacht. Ihr geht jetzt ja in die Stadt, ich bleibe aber eben zu Hause, ich habe noch was zu erledigen und ihr könnt mir was mitbringen. Und zwar... Ja, das ist ein tolles fürs Video. Mal, nein, hatte ich, ihr könnt ihr doch trotzdem mal suchen. Die hatte ich mal bei Nanunana gekauft. Die gibt es bestimmt nicht mehr. Aber es sind schon ein paar kaputt gegangen. Und es wäre toll, wenn ihr noch 3 oder 4 so in der Art, die können ganz anders aussehen, aber von der Form, von der Größe irgendwie mir sowas mitbringt. Ich hasse diesen Laden. Dann kannst du ja woanders gucken gehen. Ist mir auch egal. Beim Depot kannst du gucken gehen. 3 oder 4 in der Größe, so. Also, was Stefan und mir direkt auffällt, man versucht quasi einen Auftrag, der keinen Spaß macht, spaßig zu gestalten, den man sagt, ist fürs Video. Was hältst du davon? Ich wollte euch nur ein bisschen beschäftigen. Was hältst du davon? Nicht viel, wir gucken mal nach. Aber erstmal gehen wir jetzt was essen. Genau. So, es fängt ja schon langsam hier der Aufbau zum Weihnachtsmarkt an. Was wir hier aber sehen, ist noch so ein bisschen spezieller. An der Schlachte gibt es hier so einen etwas eigeneren Weihnachtsmarkt, der nennt sich Schlachtzauber. Und ja, die Biergärten werden hier schon alle abgebaut und die großen Buden werden hier dann schon aufgebaut. Und das ist eigentlich schon schon länger so, dass es immer so passiert. Also ich habe genau, der Schlachtezauber ist nicht wie ein Weihnachtsmarkt, wenn man ihn so mit Buden kennt, wo man hier Glühwein trinken kann, sondern es sind alles so mehr so Hütten, wo man reingehen kann, sich entweder reinstellen oder reinsetzen kann. Und dann gibt es da eben Glühwein und ähnliche Getränke, die zur Weihnachtszeit passen. Ja. Wir werden gerade hier im Hintergrund, wie wir sehen und hören, aufgebaut. Ja, ist immer sehr gemütlich gewesen und für mich waren immer die Spekulatius-Kekse am besten, die es dort gab. Glühwein kann ich ja noch nicht mitreden. Ja, und dieses Jahr aber wieder Glück, dass trotz Corona alles stattfindet, was man so gewohnt ist. So, jetzt haben wir schon einen Platz gefunden hier an der Schlachte. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist Simone? Die ist zu Hause, was vorbereiten für heute Abend. Wir haben nochmal meine Eltern und Simones Mutter eingeladen, um den 4. Teil von unserem Urlaubsfilm zu gucken. Und John hat gerade hier so eine Fotoshow, die wurde heute vom Handy... Das ist eine Erinnerung, das macht das iPhone immer automatisch, wenn man quasi an einem Tag viele Fotos gemacht hat. Das erkennt quasi, was du machst. Ja, und zufälligerweise ist es gerade jetzt der Tag, von dem wir auch heute den Film gucken. Ich habe den Film schon vor einiger Zeit auf meinem Kanal hochgeladen.
habe ihn selber noch gar nicht gesehen, muss ich mal sagen. Trotzdem hochgeladen. Ich bin mal sehr gespannt, was mich da so erwartet. Hoffentlich sind keine Fehler passiert. Ja, und wir machen uns jetzt einen schönen Vormittag hier. Sind aber reingegangen, sitzen nicht mehr da draußen, weil es doch schon jetzt etwas frisch ist langsam. Wenn man schon mal ohne Simone unterwegs ist, gibt es ja richtiges Männeressen. Was? Es gibt eine riesen Currywurst bei Stefan und mir und ja, die lassen wir uns jetzt lecker schmecken. Mit Pommes. So, nach dem Essen sind wir jetzt richtig vollgestopft. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Ich habe ein Déjà-vu. So, in der neuen Küche hat auch hier unser Energy Drink einen Platz gefunden und unsere Anmischbehälter. Wir haben ja eine Kooperation mit Holy. Da kann man so eine Probierbox bestellen. Hier ist nicht mehr allzu viel drin, aber der Link ist in der Videobeschreibung. Und mit dem Code John5 könnt ihr 5 Euro sparen dabei. Und genau richtig jetzt, wir kommen nach Hause, völlig überfressen. Und um dem Mittagstief bei dem schönen Wetter zu entgehen, werde ich mir jetzt mal hier sowas gönnen. So, das Besondere daran ist halt, ist in Pulverform und das Ganze beinhaltet kein Taurin, kein Zucker und keine unnötigen Stoffe. So, das kommt dann hier in so einen Behälter rein. Ich mache das mal jetzt mal beides doppelt. Ich mache es mal mit einer Schere, dann kriege ich das da besser raus. Und jetzt kommt das Beste. Und das Allerbeste, das kommt jetzt. Es schmeckt mich wirklich genial. Ja, viele denken jetzt wahrscheinlich so, dass durch dieses Pulver der Geschmack nicht so intensiv durchkommt. Aber ich muss sagen, selten ist bei irgendeinem Getränk der Geschmack so intensiv, dass man das wirklich gut rausschmeckt, auch an die Frucht. Wir machen ja wirklich sehr wenig Werbung. Und ich kann aber sagen, dass wir hinter diesem Produkt wirklich stehen können. Denn ich habe, wenn ich so ein normales Energy-Getränk mir kaufe, immer so ein mieses Gewissen, weil man ja weiß, man hat sich mit Zucker vollgepumpt, da ist dann irgendwelches Zeugs drin, Taurin oder sowas. Mhm. Das haben wir jetzt hier nicht in diesem Getränk. Und ich, der keinen Kaffee trinkt, also ich bin also gar kein Koffein und sowas gewohnt, bei mir wirkt dieses Getränk wirklich wahre Wunder. Also ich bin echt nicht mehr müde, es dauert ungefähr so eine halbe Stunde. Bin ich wieder richtig fit. Und bei wie ist das bei dir? Ja, bei mir wirkt das genauso und ich habe auch ein viel besseres Gefühl dabei, weil es ist halt einfach eine gesündere Variante, um Energy zu trinken. Genau. Es ist vielleicht nicht gesund, aber es ist auf jeden Fall gesünder. Viel gesünder. Und das Koffein, was da wirkt, das ist auch so, dass es irgendwie schon wirkt und nicht einen so aufpowert, sondern irgendwie... Du bist genauso fit, wie du fit sein musst. Genau, ja. Man kann, also ich nehme es ja als Gaming-Booster, man kann sich da wirklich gut konzentrieren bei. Und ich nehme es für solche Situationen wie jetzt, wo ich gerade müde bin. Aber ich bräuchte jetzt einen Holy, habe aber keinen. Und trotzdem müssen wir jetzt für Simone Schüsseln kaufen. Relativ schnell gefunden. Simone wollte 4 Schüsseln davon, also greifen wir mal schnell zu. 1, 2, 3 und 4. So, was haben wir jetzt davon, dass wir so freundlich waren? Jetzt rennen wir hier wie so zwei Deppen mit irgendwelchen in rosa Papier eingewickelten Porzellanschalen durch die Gegend. Ja, hätten wir bloß eine Tüte genommen. Ja, aber dank der Umwelt, die wir ja schon wollten, haben wir keine genommen. So. So ist es wieder mal. Es gab auch Papiertüten. Papiertüten? Wo? Nee, habe ich keine gesehen. Ihr habt was gefunden. Ja, sogar extra für mich eingepackt. Ja. So, die packen wir jetzt dann in der Küche aus. Besser wäre, glaube ich, im Wohnzimmer. In der Küche steht ein Staubsauger. Simone ist Ordnung. So. Ich bin gespannt. Wir möchten eine ehrliche Meinung zu jeder Schüssel hören. Also von der Größe her lässt es schon mal die optimale Größe erahnen. Das Papier ist auch sehr schön. Ach super, die sind ja noch schöner als die ich hatte. Sind die alle gleich? Nein. Oh, mal mit der Kamera her.
Die hier hat sogar einen kleinen Knacks, genau wie Simone. Ich hab doch keinen Strom in der Schüssel. Ach, die sind toll. Habt ihr die beiden Nanunana gekauft? Ja. Ja, super. Euch kann man schicken. Ja, bestens. Sie passen gut zu den anderen. Wunderbar. Was für einen Preis, glaubst du, hatte das Ganze? Ich habe das hier unten schon gesehen. 7 Euro eine. Es ist wirklich teurer geworden. Ich glaube, die anderen habe ich damals noch für 3,95 das Stück gekauft. Ja. Und sogar mit Goldrand. Uiuiuiui. Simone? Ja, dankeschön. Du hast uns losgeschickt. Heißt nicht, wir bezahlen für dich. Ja. Wir haben eine Kasse, also ist das Schnurzpiep egal und dafür werde ich euch da drin was zu essen mal irgendwann anbieten. Also das wollen wir meinen. So, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Mal gucken, was mir dann einfällt. Nach der Absage sagt man nichts mehr. Für mich kaufen können. Sie versteht das nie, ne?